Ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Shopping in the mall. Jason! Der ist dort da hinten. Nicht abhauen. Jason! Hier geblieben. Jason! 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 Ist er nicht das? Jason! Sag mal, wo gehst du denn hin? $2 für einen Ballon, das ist ja... Sag nur, du hast kein Geld mit. Ach du meine Güte, Jason. Ich in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Er ist in die Richtung gelaufen. Nicht in die Richtung. Und ganz kurz. Stimmen sind verschieden, wir sind scheinbar für Kapitel verschieden laut. Jason! Jason! Wait, er ist in die andere Richtung, er ist... Jason! Der Clown, vom Clown aus ist der... Wohin ist er denn gelaufen? Wir müssen ihn finden, Ethan. Jetzt! Er verläuft sich in der Menge! Jason! Ach nein, Jason. Nicht Jason! Jason! Du hast schon beim ersten Mal nicht auf uns gehört. Da ist er doch. Schnell, ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. Jason! Los, Güte. Der Ballon. Jason! Spiel, was machst du nur? Das ist ein roter Ballon. Jason! Jason! What the fuck? Jason! Das ist ein roter Ballon. Fuck, Mann. Jason! Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt? Das ist nicht Jason. Oh mein Gott. Lass mich da durch. Jason! Aber aus dem Weg. Jason! Jason!
Das ist doch Jason. Er war direkt von unserer Schnauze. Oh nein, bitte nicht, bitte nein. Nein, pass auf. Ach du Scheiße. Nein. Oh mein Gott. Nein. Wow. Dass was Schlimmes passiert, wusste ich, das war mir klar, aber what the fuck. Quantic Dream Production. Pascal Landale. Jackie. Anthony, Sam Douglas, Leon Ockheldon, Ockenden, Harry Ray, Tim. Ben Chiron hat auch mitgemacht. Mike Powers war auch dabei. Okay, den Namen kann ich nicht aussprechen. Charles Coutier. Scott Johnson. Sherry Flammt. Christopher Bischoks. Und ja. Sherry Boudon. Ich hatte aufhören, den Namen vorzulesen. Ich habe mal damit gemacht. Der Ronan und Damien und der Damien. Und alles wird düster. 2 Jahre später. Er lebt noch. Oh Mann. Der Sohn ist tot oder was? Bitte nein. Hey, Sean. Hey, Dad. Was mit dem Kleinen passiert? Haben wir ihn nicht retten können?
Hier sieht es aber nicht mehr ganz so. Hier ist nicht mehr ganz so so luxuriös aus wie in dem vorigen Zuhause. Was ist passiert? Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? Okay. In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Ah, wir machen es ja später. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Alles klar. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Irgendwas ist... Ich meine, wir wissen, was passiert ist, aber... Hat das verursacht? Irgendwas ist danach noch passiert, das war hier... Für 30, 6 Uhr Homework. Simon, Dinnerbett. Wie spät ist es? Die Uhr sagt 5. Okay, 6 Uhr ist Homework. Wie gesagt. Snack. Schauen wir mal, was wir so haben. Ist jetzt nicht viel. Im Kühlschrank was. Eine Pizza. Das ist Orangensaft. Er trinkt ihn immer noch. Ich dachte, wir wollten einen Snack für ihn besorgen. Das haben wir Orangensaft getrunken. Den Snack für den Sohnemann. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Oh je. Das klingt nach Trennung. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Es wird dunkel. Ich mache lieber Licht an. Kurzen Schutz nach außen. Ach, es gießt. Okay, irgendwas ist passiert. Nach dem Unfall hat sie uns die Verantwortung zugehört. Bestimmt eine Erkältung. Ich schaue mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Den Snake haben wir auch noch nicht gefunden. Warum hast du es ausgemacht? Das ist meine Lieblingssendung. Mach es bitte wieder an. Nein, ich glaube, das war wirklich genug Fernsehen für heute. Bitte, Dad, nur noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen. Ja, schon gut. Sorry. Nur ein bisschen, danach werden Hausaufgaben gemacht.
John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Das Snake haben wir auch noch nicht gefunden. Ich glaube, im Badezimmerschrank sind Medikamente. Nehmen wir mal das Licht wieder aus. Stromverschwendung und so. Ich würde jetzt viel mehr das Licht im Wohnzimmer anmachen. Nein. Nichts. Fällt mir nach oben. So, Origami-Killer. Origami-Killer steckt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat es bestätigt. Okay, was los? Ich meine schon, ja, ein Killer und so, aber... Das gibt's überall. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Oh. Schließ die Tür ab. Ich will gar nicht nach oben gehen und Medizin holen. Da passiert noch gleich was. Können wir die Tür abschließen? Scheinbar nicht. Hier sieht alles gut aus. Hinten war keiner, vorne war keiner. Einen seltsamen Brief erhalten. Dann werden wir Medizin holen gehen. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Mit unserem letzten Kind. Was noch geblieben ist. Haben wir die Medikamente jetzt mitgenommen? Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Jetzt ist aber Zeit für die Hausaufgaben. Danach gibt's Abendessen. So. Jetzt aber gut. Warum hast du es ausgemacht? Das ist meine Lieblingssendung. Mach es bitte wieder an. Ist lang genug geguckt. Jetzt sind Hausaufgaben Nein, ich dran. Ich glaube, das war wirklich genug Fernsehen für heute. Bitte, Dad. Nur noch ein bisschen länger.
Ich sagte nein, es reicht. Das ist nicht fair. Mama lässt mich nach der Schule immer fernsehen. Es müssen Hausaufgaben gemacht werden. Ich hab dich lang genug gucken da lassen. Wo ist er hin? Nicht raus, verdammt. Geh gleich mal hinterher. Hinterher. Besser nach oben. Ich hoffe es doch. Okay. Lass mich! Ich hasse dich! Sag sowas nicht. Den Unfall gezeichnet. Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Was? Was? Wo zum Henker sind wir? Schlüssel in der Hand? Nee. Das ist eine Papierfigur. Was zum Teufel passiert mit mir? Ich verliere den Verstand. Wurden wir unter Drohung gesetzt, oder? Canberra Corner North. Okay.